So, heute im fünften Teil. Mittlerweile ist in Echtzeit ein Tag vergangen. Werde jetzt nördlich die Leitung reparieren gehen. Also die Schreibmaschine oder wieder hier oben. Ich muss in Zukunft halt mich ein bisschen darauf Acht geben, dass ich nur eine Auswahlmöglichkeit habe zum Antworten, dass ich nicht alle Varianten durchgehen kann. Fallen lassen, untersuchen. Hier würde immer draufstehen, ich weiß nicht, ob man das am Ende dann lesen kann oder so. Auf jeden Fall hat er anscheinend aufgeräumt. Es scheint immer ziemlich ordentlich zu sein. Mir aber aufgefallen ist, er scheint Bücher zu lesen. Ich habe es ja gestern anders angeordnet gehabt. Glaube, der Rest hier ist eigentlich nur Dekoration, sage ich jetzt mal. Also Taschenlampe hat er dran. Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich raus. Prüfe die Fernmeldeleitung nördlich des Canyons. Ah, das ist wahrscheinlich da diese da. Frage mich, ob ich diesmal einen anderen Weg nehmen könnte als gestern. Ich habe mir eben überlegt, ob ich mal hier da die Mitte durchgehen soll, da wo der Cache 306 steht. Aber ich weiß nicht, ob ich da runter in den Canyon komme, weil das Seil ist ja gerissen. Das heißt, ich kann das nicht benutzen. Ah ja, ich glaube, ich ändere das jetzt schnell. Ich werde das, glaube ich, nicht kommen. Ich werde mich dran gewöhnen. Aber wenn ihr öfters mal den Funk seht, dass ich den rausnehme, dann liegt es daran, dass ich gewöhnt bin, mit Schiff zu rennen und nicht zu funken. Jones Sea Lake. Wassertank.
Frage mich gerade, könnte ich die Thermoskanne runternehmen und füllen? Soll ich jetzt den direkten Weg nehmen? Das ist der falsche Weg. Gut, ich könnte mich auch eigentlich einfach nach Kompass orientieren. Das wäre eigentlich ganz einfach. Kann man den ausschalten? Ich weiß halt eben nicht, wenn ich da einen anderen Weg gehe, ob ich das verhindere, dass dann gewisse Ereignisse auslöst. Also das Schild war ja gestern so gelegen, hier in dieser Richtung, jetzt ist es dort dieser Seite. Ah, ich funk mal sie an. Kannst du mich sehen? Du stehst ziemlich früh auf. Kannst du die Leitung sehen? Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. You're at the canyon wearing the orange backpack, I presume. Yep, that's me. Also, you need a new barber. Jeez, do you have the Hubble telescope over there? Just kidding. You're just a little blob to me. Sag mal, du stehst ziemlich früh auf. You wake up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. Wow. The forest could never burn down on your watch. Kannst du die Leitung sehen? Frage ich sie mal. Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. You just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in ship shape. Ich glaube, ich laufe mal hier den Rand entlang. Ich weiß jetzt mittlerweile, wie man rennt. Das heißt, dann werde ich nicht so lange dafür brauchen. Ich meine, wenn ich schon hier erkunden kann und die Aufsicht habe und so, dann ist ja auch nicht schlecht, wenn ich mich hier ein bisschen auskenne. Ah, jetzt kommt dann der Weg, wo man runter kann. Schau mal in die Truhe, das ist kalter Morgennebel. Es ist tatsächlich kalt hier draußen. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like?
Rede mal über Julia. You just spend a lot of time with Julia? Oh, so you have someone there. Well. But you're taking a little break. Or... We're... Look, I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. Zuhören. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. Ich frag mal nach dem Gespräch. Who is who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Delilah ist nicht am Funkgerät. Sie ist verärgert. Ja, ich muss aufhören. Eigentlich bin ich... Jetzt hat sie hier wieder ein Müsli-Riegel drin. Okay. Das heißt, irgendjemand legt hier immer ein Müsli-Riegel rein. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Hey, there's a snack in here. Probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Werde ihn mal essen, mal schauen, ob irgendwas passiert. Also wenn ich plötzlich umkippe, dann war er vergiftet oder so. Ah, hier ist das der Weg für runter, oder? Hier hat sie auch einen Durchgang. Aber ich bin jetzt in der falschen Richtung. Sind manchmal merkwürdige Geräusche. Nee, aber weißt du was, ich gehe jetzt nicht dort drunter. Ich bin total falsch. Also hier bin ich eigentlich... Nee, weißt du was, ich gehe zurück. Ich bin komplett falsch. Aber warte jetzt, hier ist ja die Kiste, hm? Frag mich, wo der Weg hinunterführt. Ist das hier vorne oder? Ah, ich könnte mich wirklich eigentlich...
Das heißt, das ist hier durch, aber hier ist auch wieder der Weg versperrt. Ich weiß nicht, ob man da später durchkommt. Ah, hier könnte man auch melden, ha? I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Also Fehlanzeige mit Erkunden, hä? Heißt, ich muss also dort wieder rechts runter, wo ich gestern am Abend hoch bin. Jetzt geradeaus und dann links runter. Aber da gibt es doch noch einen Weg, oder nicht? Ich hab gemeint, da gibt's noch einen zweiten Weg. Ah ne, hier muss man klettern und dann wird's gegabelt, okay. Also diesmal gehe ich den Weg entlang. Gestern bin ich geklettert, heute werde ich... Ja komm, ich gehe mal den ganzen Weg entlang. Dann habe ich das auch gesehen, ob da irgendwas ist oder so. Also hier gibt es keinen Weg anders runter, okay. Das heißt, ich muss rumlaufen, sonst geht's nicht weiter. Das heißt, hier geht es auch nicht weiter. Das heißt, ich muss da runter zur Höhle. Kann natürlich auch sein, dass sie mir einen Snack hat reingetan in die Kiste. Weil sie weiß, dass ich vielleicht reinschaue. Also den Weg, wo ich jetzt gehe, der wird definitiv neu sein. Ich habe ein bisschen mit der Steuerung Probleme, wie man merkt. M ist Karte, N Kompass, R ist Rennen. Ich weiß eben nicht, wenn ich es jetzt wieder ändere, die Einstellung, werde ich wahrscheinlich dann sicher das Richtige. Ich probiere mich daran zu gewöhnen. Ja. Okay. Shift, kommt der Funk raus.
Lücke im Gebüsch entfernen. Also jetzt kann ich rechts gehen. Das scheint aber eine Sackgasse zu sein, oder was? Ah, hier könnte man dann auch klettern, so wie es aussieht. Hä? Okay, hier sind jetzt die Masten. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Also hier kommt... ziemlich der Wind und das scheint jetzt langsam aufzuwärmen. Ich habe vorhin gemeint, ich hätte irgendwas gehört. Also die Strommasten scheinen hier alle noch gut zu sein. Feuerwachturm Torofare, 8,7 Kilometer. Schauen wir das mal an, mal schauen, was das ist. Altes Blumskolo melden. Denke, hey, das weiß. I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? Yeah, the wire runs quite a ways north. Just follow it up to the point that I mentioned. Ah, das noch eine Hütte, hä? Ah, alles, wo rot ist, habe ich schon aufgedeckt, oder was? Steht das da irgend? Ne, glaube ich nicht. Ne, da links war ich noch nicht. Ich gehe mal zu der Hütte hin. Hier hat es noch so einen Kasten. Das war jetzt ziemlich schräg. Ich wollte auf die Kiste zugreifen. Und dann hat es mich so nach hinten geschoben. Hä?
Das war jetzt ziemlich schräg irgendwie. Korea Veteranenmütze. Found an old hat from a Korean war vet. You'd be surprised how many former service members take this gig. Well, makes sense. I imagine if you've been through war, you probably can't get enough silence. Setz die mal auf. Vorher hatte ich ja immer eine Mütze mit, was war jetzt drauf? Ein Cowboy, genau. Kann man da reingehen? Ja, ich mach mal, ich funke mal zuerst. Anything I should know about the cabin at the top of this hill? Hello? Okay, then. Also irgendwas wird mir hier verschwiegen. Also das ist doch irgendwie merkwürdig. Zuerst redet sie mit jemandem, wo ich nichts wissen will. Dann wird sie aggressiv wegen dem. Weiß nicht, ob die vielleicht hier irgendwie. Vielleicht irgendwie ihre Ex-Freund, wo ihr nachspioniert. Oder keine Ahnung. Oder weiß es nicht. Ich kann nur irgendwie Vermutungen aufstellen. Kann alles Mögliche natürlich. Oder dass die halt hier irgendwelche schrägen Sachen machen, wo ich nicht weiß. Also hier hat es auf jeden Fall gebrannt. Zigarettenschachtel. Alter Müll steht da. Ah, vielleicht ist hier der Schlüssel für in die Höhle. Sie hat ja gesagt, der Schlüssel hätten sie verloren. Also die Schubladen kann ich nicht öffnen oder schließen. Hier komme ich nicht durch. Geh mal runter in den Keller. Frag mich natürlich jetzt gerade, ob der dort drin verbrannt ist. Der, wo hier vielleicht Wache geschoben hat. Zerstörte Gitarre nehmen. Warte mal. Okay, höher geht nicht. Ich kann sie nur so ansehen. Darunter ist nichts. Dann wieder Zigarettenschachtel. Verbranntes Bett. Gut, vielleicht hat sie auch nicht reagiert, weil das hier jemand war, wo sie gut kannte oder wo sie gemocht hat oder so. Der ist dann vielleicht verbrannt und eigentlich mag ich noch so Spiele, wo man so ein bisschen selber rumfantasieren kann. Man kann da alles Mögliche reininterpretieren etc. Okay, man kann nur auftun und wieder zumachen. Hier hat es Geschirr. Und ein paar Schreiber.
Hier hat es aber effektiv nichts, was ich jetzt mitnehmen könnte oder irgend so. Das ist wieder ein Poster. Selbe, wo ich auch im Turm habe. Also das Einzige, was ich hier machen kann, ist die Gitarre nehmen, den Ofen auf und zu machen. Ich sehe gerade nichts, was ich hier sonst noch machen könnte. Hier an den Wänden oder respektive Fenster ist auch nichts irgendwie angehängt oder so. Hier rum kann ich nicht und dort habe ich auch schon probiert, da passiert nichts, okay. Mal schauen, vielleicht erfahren wir ja später dann mehr. Okay, hier kann ich nicht durch, ich kann nicht drüber gehen. Okay. Also wenn hier der Übergang dort drüben hingehen sollte, dann haben wir dort den Fehler gefunden. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Weiß halt nicht, wie lang das Spiel ist, ob man da später immer wieder mal durchkommt, um zu erkunden, oder ob das eine einmalige Geschichte ist, dass man hier durchkommt. Deswegen versuche ich halt schon so ein bisschen alles anzusehen und so weiter, oder?